Hi, ihr wollt wissen, wie der D- und D-Dur-Akkord und den A-Dur-Akkord spielt auf der Gitarre? Dann seid ihr in diesem Video genau richtig. Ich erkläre euch mit Hilfe meiner Gitarre, wie ihr den D-Dur-Akkord und den A-Dur-Akkord spielt. So, wir beginnen mit dem D-Dur-Akkord. Was ihr hier seht, ist die genaue Abbildung des Griffbretts der Gitarre. Das heißt ganz einfach, hier die zwei, der zweite Finger, dann kommt hier der erste Finger hin auf den zweiten Bund auf der G-Seite und dann auf der H-Seite, die zweite Seite von oben, kommt der dritte Finger. Das ist der D-Dur-Akkord. Das zeige ich euch jetzt auf der Gitarre, wie es aussehen sollte. Prägt euch dieses Bild am besten ein, macht Pause und guckt, wie ihr die Finger auf der Gitarre legt. Ja, so, das zeige ich euch jetzt auf meiner Gitarre. Und so sollte der D-Dur-Akkord aussehen. Das heißt, der zweite Finger kommt auch hier, der erste Finger kommt hier drauf und der dritte Finger hier. Ganz einfach. Versucht es selber mal. Und jetzt kommt der A-Dur-Akkord, der meiner Meinung nach noch leichter ist wie der D-Dur-Akkord. Ganz einfach, wie sieht ihr da? Aber nicht auf die Fingernetze hier achten, das heißt nicht der vierte Finger, sondern einfach der dritte Finger. Dritte, zweite und erste Finger. Nicht wie es hier steht. Also dritter, zweiter und erster Finger auf dem zweiten Bund von der H-Seite, G-Seite und D-Seite. Ganz einfach. Das zeige ich euch wieder auf der Gitarre. Und zwar sollte er so aussehen. Das heißt wieder, der dritte Finger kommt hier hin, der zweite Finger direkt daneben und der erste Finger wieder daneben. Das ist der A-Dur-Akkord. So, jetzt gebe ich euch noch ein Beispiel, wie die klingen sollten. Das heißt, D-Dur-Akkord klingt so. Und der A-Dur-Akkord klingt so. Am Anfang werdet ihr mit Sicherheit Schwierigkeiten haben. Es wird wehtun, aber nach der Zeit, wenn ihr es genug lernt, am Tag vielleicht, ja, sagen wir 10 Minuten, wird das schon passen. Ihr kriegt eine Hornhaut auf den Fingern, und ja, es wird schon. Also nicht aufgeben direkt. Einfach weiterlernen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.